Sie unseren Zuschauern einfach mal sich und Ihr Geschäft hier vorstellen? Ja, also ich gehöre mit zum Modehaus Beck. Das Modehaus Beck existiert schon seit fast 60 Jahren. Nicht am Domplatz, aber in Wetzlar. Und wir sind hier seit 40 Jahren am Domplatz in diesem schönen historischen Haus. Und unsere Kunden begrüßen das, weil der Domplatz sehr historisch ist und die freuen sich, hierher zu kommen. Sie haben hier eine Oase, die es sonst nirgendwo gibt. Was halten Sie denn, beziehungsweise was verbinden Sie eigentlich mit dem Stadthaus am Dom? Ja, es ist jahrelang in der Diskussion gewesen, dass es abgerissen werden soll. Und wir wissen ja immer noch nicht Bescheid, wann es überhaupt abgerissen wird. Es hieß erst 2017, dann 2019, jetzt sind wir bei 2021. Also da das Gebäude ja baufällig ist, finde ich schon, sollte der historische Kern erneuert werden, aber dann auch im historischen Stil das weiter aufrechterhalten werden. Haben Sie denn jetzt irgendwelche Erinnerungen, irgendetwas Markantes, was Sie mit dem Stadthaus verbinden? Da ich eine Zugereiste bin und seit 4 Jahren hier in Wetzlar ansässig bin und mich auch sehr heimelig hier fühle, habe ich jetzt nicht diese historischen Erinnerungen, die es mal. Ich weiß nur, dass es von alten Fotos, die mir die Frau Beck noch zu ihren Lebzeiten gezeigt hat, dass es früher mal hier ein altes Bankhaus war, was sehr schön aussah mit den alten Fachwerkstrukturen. Und was mich wahnsinnig stört an diesem Stadthaus, sind dieses Spiegelglas. Dieses Bronzierte. Das hatte man früher in den 70er Jahren. Heute gilt es als Hässlichkeit ohne Ende. Für mich zumindest. Historischer Kern. Gibt es denn vielleicht irgendwie positive Beispiele hier in Wetzlar, die Sie besonders aus der Altstadt hervorheben würden? Unser Geschäft. Zum Beispiel. Ist wunderschön. Und auch das Nebengebäude von dem Dr. Straberger Schneider. Gegenüber die Hauptwache ist sehr historisch. Das prägt diesen Domplatz. Er erinnert mich so ein bisschen an Siena auch, weil er auch so ein bisschen konvex gebaut ist. Das finde ich unheimlich schön. Also das gehört für mich dazu. Der Dom gehört für mich dazu. Also das ist so eine Lebensphilosophie. Und wir haben ja auch internationale Kunden hier im Modehaus Beck, die das auch bestätigen. Die gerne hierher kommen, die sich gerne hier hinsetzen, ob es zum Wirt am Dom ist oder zu den anderen gastronomischen Betrieben. Also das spricht eigentlich für Wetzlar auch. Sie haben jetzt gemeint, dass die Fenster hier so katastrophal aussehen und dass das Gebäude an sich teilweise so den ein oder anderen Makel hat. Ja. Stellen Sie sich jetzt mal vor, wenn Sie jetzt einfach mal richtig, richtig, richtig viel Geld hätten. Was würden Sie aus diesem Ort machen? Aus dem Gebäude? Aus dem Stadthaus am Dom, ja. Ja. Ja, ich würde das so historisch wieder, so wie die angrenzenden Häuser hier sind, würde ich genauso wieder das aufbauen. Mit den alten Butzenscheiben und so, das ist ja das Historische und das Schöne daran. Also wenn da jetzt so ein neuer Palast entsteht, womöglich noch ein Flachdach, das spiegelt nicht diese heimelige Atmosphäre wieder. Denn leider hat man in den 70er, 80er Jahren ja diese alten Fachwerkhäuser alle zerstört, und ja, weil es damals schick war. Aber ich bin der Meinung, diese alte Substanz ist erhaltungsfähig. Und was sollte dann da in das neue Stadthaus reinkommen? Ich würde auch im unteren Bereich Geschäfte anbieten, also die hier zum Domplatz eben halt passen. Es gehört auch Gastronomie dazu, aber auch eben halt Geschäfte, die diesen Bereich mit einschließen, und oben würde ich eben halt Wohnungen machen. Sollen wir das dann bei den alten Geschäften hier belassen? Also sollte man vielleicht schon schauen, dass irgendwie so, ja, hier die Geschäfte, die hier unten am Stadthaus am Dom bestehen, auch weiter hier so bleiben, oder vielleicht auch mal die Altstadt erneuern? Wie ist das? Vielleicht auch die Chance neuen Geschäften geben? Ja, natürlich, ruhig neuen Geschäften auch. Warum auch nicht? Also eher Richtung Kultur oder eher Richtung? Ja, ich würde beides. Ich würde beides mixen. So ein bisschen Kultur, Kunst, aber auch ein bisschen Kommerz auch dazu. Es gehört ja dazu, um Menschen hier anzusammeln. Jetzt kennen Sie ja auch die. Sind Sie so in der Planung insgesamt drin, wie das Stadthaus am Dom jetzt tatsächlich neu aufgebaut werden soll? Sie haben ja schon gesagt, so Flachdach und was. Ich meine, hier soll jetzt. Das waren jetzt nur Beispiele, weil genau, ich weiß, aus anderen Städten wurden ja auch solche Bausünden fabriziert. Ja, ist so.
Das ist ja gar nicht so weit entfernt von der tatsächlichen Planung. Ich meine, hier soll ja ein Kino hinkommen, hier sollen dann so drei Gebäude so nebeneinander stehen. Stichwort Kommerz. Stichwort Kommerz, aber im Großen und Ganzen soll ja dann jetzt als ein Kino hin. Das ist ja so der Kern von der ganzen neuen Planung. Was halten Sie jetzt davon? Ja, für ein Kino brauchen wir ja wahnsinnig viele Parkplätze, die wir nicht haben. Und da sehe ich das schon schwarz. Also das würde ich dann mehr in die Peripherie strukturieren. Was ich mir vorstelle, so ein Kleinkunstkino mit besonderen Filmen, die sprechen zwar nicht jedermann an, aber das spiegelt hier die Atmosphäre wieder. Weil das ist ja hier nicht so nur für die Masse jetzt gedacht, der Domplatz. Das ist schon sehr individuell. Und ich würde so eine Kleinkunstbühne, Kleinkunstkino hier rein platzieren. Mit geringer Platzzahl und mit ganz speziellen Kunstfilmen. Also das würde ich für mich persönlich toll finden. Das haben wir jetzt ja schon mal gehört. Aber Stichwort Parkplätze, es soll ja auch ein Parkhaus gebaut werden. Ist es da nicht eigentlich das Problem? Weil viele Anwohner hier ihren Dauerparkplatz haben und die berufstätig sind, aber abends kommen sie ja wieder her. Und Kino läuft abends. Und ich finde diese Kinokomplexe, diese Riesen für 1000 Gäste, haben hier am Domplatz nicht zu suchen. Da haben wir ja andere Plätze. Haben Sie nicht auch für Ihr Geschäft Hoffnung, dass ein neues Kino auch potenzielle neue Kunden anziehen kann? Nein, für uns nicht. Okay. Weil das spielt abends eine Rolle. Nee, also wir sind sehr individuell hier und wir brauchen was anderes. Okay, so ein großes Parkhaus ist natürlich gut für unsere Kunden, für unsere auswärtigen Kunden, die hier in der Altstadt einkaufen möchten und in dem kleinen Parkplatz kaum Platz haben. Das wäre schon wünschenswert. Auch für den Preis, dass da dafür zum Beispiel jetzt hier dieser Kindergarten dort oben dann halt entfernt wird und auf ja, das sind immer ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite das, auf der anderen Seite das. Irgendjemand wird immer benachteiligt. Also ganz gerecht, glaube ich, kriegt man das nicht hin. Wie machen Sie das denn jetzt mit der Kundschaft, mit dem Parken? Wir haben Shuttle-Service. Vor der Tür steht unser Backbus. Und wenn die Kunden woanders parken, die kommen dann mit dem Auto vorgefahren und unser Chauffeur stellt das Auto dann auf die Ladeninsel oder andere Parkmöglichkeiten, die gerade frei sind. Und nach dem Einkauf, nach dem getätigten Einkauf, werden sie mit dem Bus wieder zu ihrem Parkplatz gefahren. Und den Einkaufstüten, selbstverständlich. Okay. Ja? Ja. Also die Möglichkeit besteht auch.